Können Sie mir denn noch irgendwas empfehlen, wie ich meine Leistung noch verbessern könnte? Bei Bewerbung ist es stets entscheidend, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Aus der Vielzahl der Bewerber herauszustechen, damit der Nebel einer von mehreren zu sein verfliegt und ein klares Bild zurückbleibt. Der Schlüssel bis zur erfolgreichen Anstellung liegt auch in den Details. Selbst die Schriftart beim Lebenslauf kann den Unterschied zwischen Interesse und Desinteresse ausmachen. US-Typografie-Experten analysierten verschiedene Fonts mit überraschendem Ergebnis. Times New Roman ist die Schriftart. Sie sieht professionell und nicht zu verspielt aus. Man möge meinen, sie ist perfekt für Bewerbungsschreiben geeignet. Falsch, das Gegenteil ist der Fall. Laut den Experten ist Times New Roman zwar professionell, doch auch altmodisch und langweilig. Es macht den Eindruck, als hätte man sich über die richtige Schriftart keine Gedanken gemacht. Positiv auffallen tut man damit auf jeden Fall nicht. Da ein potenzieller Arbeitgeber die Bewerbung nur für ein paar Sekunden anschaut, sollte man auf jeden Fall eine ästhetisch ansprechende Schriftart wählen, die dem Arbeitgeber direkt ins Auge fällt, erklären die Experten. Will man also einen guten Eindruck auf dem Papier hinterlassen, wählt man den Experten zufolge Helvetica, Calibri, Garamond oder Trebuchet MS.